Also Hochdasser, man hat gewonnen am Samstag gegen IBE. Ist es richtig, dass es dein richtiger erster Sieg war, nicht in einem IBE-Dress? Ja, in diesem Stadion schon, ja. Und ja, wegen Cup-Final. Wir haben verloren und ja, jedes Mal gegen IBE, wir haben nicht gewonnen. Also ja, das war der erste Sieg und ich bin stolz auf diesen Sieg. Du hast eine überragende Partie gezeigt. Speicher und Konstanz, so vielen haben gedacht, sie wären gar nicht im Stadion. Es war sehr wichtig, defensiv solide zu stehen am letzten Samstag. Ja, also das war mein Ziel vom Trainer. Er hat gesagt, dass wir müssen Konstanz nicht sehen in diesem Spiel. Und ich denke, ich habe meine Aufgabe sehr gut gemacht. Sekunde schnell. Jetzt kommt GC. GC ist Tabellenführer. IBE war auch Tabellenführer. IBE war es nicht mehr nach dem FC Luzern-Spiel. Wird es GC nach dem Spiel sein? Ja, ich hoffe nicht, dass GC gewinnt. Also ich denke, wir müssen unser Spiel malen zu Hause und gegen alle Mannschaften, wir können gewinnen. Also wir fangen dieses Spiel mit der Mentalität, dass wir gewinnen. Und ja, einfach, das ist ein Spiel für 3 Punkte, dann egal wer ist die Tabellenführung oder nicht. Ich denke, wir müssen auf uns schauen und auf dieses Spiel konzentriert. Spiel trefft Luzern zu Hause, ist es klar, man gewinnt, außer vielleicht gegen Basel. Gibt es einem wirklich das Selbstvertrauen, dass man weiß, man kann jeden Gegner schlagen, zu Hause sowieso? Ja, zu Hause, wir haben das genug Vertrauen, dass wir gegen alle Mannschaften gewinnen und gegen Basel, schade, dass wir können nicht gewinnen. Wir haben unentschieden, letzte Minute war gut, aber ja, zu Hause, wir müssen zeigen, dass wir sind eine gute Mannschaft. Wieso ist man zu Hause so stark? Ja, weil wir sind solidarisch, wir haben gesehen, auch auswärts bei IBE, dass wir können so gut spielen und zu Hause, wir können ein Plus mit den Fans und ja, das hilft wie ein 12. Mann und wir hoffen, dass Mittwoch und Sonntag die kommen viele. Wir hoffen nicht nur, wir wissen das auch, wir wissen auch, dass wir 2-mal gewinnen werden. Danke vielmals als Hochdasser.